hörst die Lesung eines Pravda-TV-Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Wie du Natron verwenden kannst, um 96% aller giftigen Pestizide von Obst und Gemüse abzuwaschen. Veröffentlicht am 6. September 2018 auf Pravda TV. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Ein Produkt mit so vielen praktischen Anwendungen. So magisch und doch so einfach. Natron. Es ist in der Lage, weiße Kleidung zu reinigen, Sodbrennen zu heilen, und laut den neuesten Forschungen wurde festgestellt, dass es auch in der Lage ist, 96% der Pestizide aus Gemüse und Früchten zu eliminieren, die wir in den Lebensmittelgeschäften kaufen. An der Universität von Massachusetts hat eine Gruppe von Forschern die Gala-Äpfel gesammelt und untersucht, um zu sehen, wie effektiv das Natron die Früchte von den Pestiziden befreit. Während dieser Forschung fand das Team die zwei wichtigsten und häufigsten Pestizide auf den biologischen Gala-Äpfeln, Phosmet und Triamendazol. Die Wissenschaftler sagten, dass das Phosmet eines der beliebtesten Insektizide ist. Auf der anderen Seite erwies sich das Triamendazol als in der Lage, in die Schalen des Apfels einzudringen, und es war ein Fungizid. Während der Untersuchung wusch das Team die Äpfel in drei verschiedenen Flüssigkeiten. Eine handelsübliche Bleichlösung, die von der US-Umweltschutzbehörde genehmigt wurde, eine 1%ige Lösung aus Wasser und Natron und Leitungswasser. Die am häufigsten verwendete Flüssigkeit zur Produktreinigung ist die handelsübliche Bleichlösung. Mit den Endergebnissen wurde gefolgert, dass das zweiminütige Einweichen in der Bleichlösung oder das zweiminütige Leitungswasserlaufen zweimal weniger Pestizide entfernte als das zweiminütige Einweichen in der Natronlösung. Aber es dauerte ungefähr 15 Minuten, um die Pestizide aus den Äpfeln vollständig loszuwerden. Link: Altes Hausmittel. Diese genialen Tricks mit Natron kennen Sie bestimmt noch nicht. Wie funktioniert das Natron? Da das Natron ein alkalisches Salz ist und eine effektive und umweltfreundliche Waschlösung erzeugt, kann es auf harthäutigen Früchten und Gemüse verwendet werden, um die Pestizide von ihnen abzuwaschen. Die Verwendung von Natron für diesen Zweck ist sehr einfach. Das Einzige, was du tun musst, ist nur ein paar Esslöffel Natron in eine größere Schüssel Wasser geben, wo das Gemüse oder Obst eingeweicht wird, und dann kannst du es für etwa 5 Minuten dort lassen, bevor du es mit kaltem, frischem Wasser reinigst. Du kannst auch einen Pinsel nehmen und dann alle Früchte und alles Gemüse, das du reinigen willst, mit etwas Natron und Wasser einreiben. Diese Methode wird hauptsächlich verwendet, um Pestizide von Produkten wie Moschusmelonen zu reinigen, weil sie Ritzen und Ecken verschiedener Art haben und sie anfällig sind für das Einfangen von Schmutz und Mikroben. Die einfachste Entgiftungsmethode. Es gibt eine sichere, einfache und vor allem schnelle und preiswerte Methode, dein Obst oder Gemüse appetitlich und frisch zu machen. Eventuelle Pestizide und chemische Substanzen auf der Oberfläche werden dadurch zuverlässig entfernt. Link: Was ist Natron? Warum und wie es so gut wirkt. Und so funktioniert es. Vermische 1 Liter Wasser und 0,25 Liter Haushaltsessig. Du kannst die Mengen bei Bedarf im Verhältnis 4:1 variieren, also 4 Teile Wasser und 1 Teil Essig. Dazu gibst du pro Liter Wasser 1 Esslöffel Natron und den Saft einer halben Zitrone. Tauche dein Obst, Salat oder Gemüse in diese Flüssigkeit und lasse es mindestens 20 Minuten darin stehen. Anschließend unter klarem Wasser abspülen. Du wirst überrascht sein, denn manchmal bildet sich danach auf der Wasseroberfläche ein undurchsichtiger Film.
Das sind die Substanzen, die du bestimmt nicht auf deinem Obst oder Gemüse haben willst und die ausgeschwemmt wurden. Nach dieser Prozedur bist du sicher, dass dein Obst und Gemüse völlig rein ist und ohne Bedenken konsumiert werden kann. Das ist besonders dann wichtig, wenn du es liebst, das Gemüse roh zu verzehren. Diese Methode eignet sich besonders gut für unregelmäßig geformte Gemüse und Blätter wie Brokkoli, Bohnen, Sprossen und Spinat. Variante für glatte Früchte. Es gibt noch eine einfachere Variante dieses Rezepts. Sie ist vor allem für Früchte mit glatter Haut geeignet, wie Äpfel, Möhren und Gurken. Das wird benötigt: eine Tasse Wasser, eine Vierteltasse weißer Haushaltsessig oder Apfelessig, 2 Esslöffel Natron, Saft einer Zitrone. Alle Zutaten werden gut vermischt und in eine Sprühflasche abgefüllt. Jedes Mal, wenn du meinst, nicht organisch angebautes Obst oder Gemüse gekauft zu haben, sprühe deine Früchte mit der Lösung ein. Spüle sie nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser ab. Wenn du Obst jedoch direkt aus dem Garten pflückst, kannst du meist auf die Reinigung komplett verzichten. Viele gesunde Vitalstoffe würden durch das Waschen verloren gehen.